Was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Dieses Mal Eli Della Cup Vlog. Ich bin auch dabei, spiele mit bei Team Trimax. Bin jetzt in Berlin angekommen, im Hotel eingecheckt und treffe jetzt mit Kuba und dann gehen wir erst noch was essen. Auf ganz entspannt. So, Freunde, wir sind bei Five Guys angelangt. Kuba auch am Start. Was gönnst du dir, Bro? Kannst du mal einen Chicken? Würdest du sagen, Five Guys ist overrated, Bro? Mhm. Ja, vorne war noch fast voll heiß, Bro. Schrank FPS ist auch dabei. Und Dolan Mike, der Rizzler. Wie findest du Five Guys bisher? Schmeckt's? Ich kenn das, Bro. Ja, aber wie findest du es heute? Schmeckt gut? Ich war lange nicht mehr und es ist schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. Ja, perfekt, Digga. Was haben wir uns abgegönnt, Digga? Wir haben uns zwei Cheesy, also ich habe mir ein Cheesy gegönnt mit gegrillten Zwiebeln und Ketchup einfach nur. Weil ich finde, Salat brauchst du nicht auf dem Cheesy. Und ja, passt soweit. Wir gönnen uns das erstmal. Gerade auch, okay, erst mal 2 Minuten, der direkt Bauchschmerzen. Ja, man soll überhaupt nicht so aus, wie es nicht haben. Guck mal, guck mal aus. Nee, wir machen es so. Du bist so lost, Digga. Nee. Jetzt nochmal richtig rumloggen. Ich schwöre auf alles. 2 Minuten habe ich aufgegessen. Ich habe direkt Bauchschmerzen. Ich schwöre. Five Guys ist so overrated. Ich war der Einzige, der nicht hingehen wollte. Die drei, der und der, die wollten hier alle unbedingt hingehen. Sag dir beim Essen, wenn du richtig Hunger hast, Five Guys, das macht so Bock, aber ja, im Nachhinein bereut danach, das immer. Danach denkst du dir auch nice, oder? Ja. Aber direkt danach, direkt. Direkt danach, immer wenn du noch einen Club da jemand mitnimmst und danach bereust du auch immer. Willst du mal erzählen, was hier gerade passiert ist? Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Was ist gerade passiert? Ich habe mir eigentlich gesagt, ich gehe heute nicht ins 808. Und ja, jetzt sitze ich im Uber dahin. Nice. Mitgehangen, mitgefangen, würde ich mal sagen, leider. Ne? Reingerutscht leider in die Situation. Scheiße, ne? So, Freunde. Wir sind hier vorm 808 und ihr seht richtig, wir sind vor dem 808 und nicht im 808 und das ist auch der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt und das ist auch gefühlt das Ende vom Abend, würde ich mal sagen, Freunde. Ich wollte einfach nur pennen, Digga. Auf einmal, ich schwör. Auf einmal liegt der neben mir, Digga. Digga, Mann, lass mich doch einfach schlafen, mein Bruder schläft so laut. Muss hier rüberkommen, Bro. Junge, er will schlafen und schaut wieder TikToks, Digga, bis 5 Uhr früh. Und dann bin ich wieder derjenige, der TikTok schaut angeblich, ne? Ja, zum Einschlafen brauche ich das. Ich fühle mich schon einsam. Digga, ich kann das nicht mehr mit dem. Junge, du hast gerade fucking Liegestütze gemacht, Digga. Unnötig, das fuck. Junge, ich muss noch. Du hast dir gerade literweise Bier reingesoffen. Ich war nüchtern, nichts getrunken heute. Gar nichts. Aber du wolltest nicht ins LA gehen. Gar nichts getrunken, Digga. Piss dich, gute Nacht. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt hier wie VIPs am Eingang. Wir gehen rein von der Indie-Fucking-Arena. Digga, schau. Daniel, was hast du da alles drin, Digga? Dein Bruder Schuhe. Digga, dieser Puma-Rucksack hat einiges durchgemacht, ja. Ich sag dir, mein Gott, ja. Ganz schlimm. Das ist halt auch wie so ein bisschen nur auf dem Boden geblieben. Ja, ist auch gut so. Da ist noch die Glocke. Ja. What the? Digga, jetzt sind wir aber hier, Digga. Team Sascha. Jeder mit Handy, Digga. Und Team Trimax. Da ist es, wir sind da. Wo ist mein Ding? Wo ist mein Ding? Wo ist mein Ding? Hallo Max. Ja, wer ist er? Das bin ich. Digga, sicher? 10, okay. Oder bist du die 1? Ja, ich bin auch Max. Ja, du hast die 1, oder? Geil. Digga, wir sind alle hier, Alter. Team Trimax. Team Sascha. Sascha! Sascha, was geht, mein Bruder? Was sag mal hallo zu dem Vlog. Ey, hallo Muros Vlog, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Ey, der ist in unserer Gruppe und der wird halt abgezogen. Ja? Ja. Nee, mal, ich hab krasse Jungs dabei. Ja, ja jeden, ich ganz weiß, krasse. Ich hab auch krasse Jungs. Ich hab. Ist das geil? Und ich hab einfach die Nummer 10. Ich weiß nicht, wer mir die gegeben hat, aber ich hab einfach die Nummer 10. Da wird euch absolut gezaubert, Freunde, wird geil. Ey, Lunge. Erstmal ein Vita-Welt, oder? Kein Eis hier erwarten. 10 von 10? Ja. Ja, hier gibt's erstmal ein Vita-Welt. Was ist denn los, Großer? Daniel, was schätzt du Bodycount bei Kuba? 25 fix. 25? Ja, was? Kuba, ja, sagst auch mal die Krümel mitgenommen, Kuba, morgens, ne? Was sagst du dazu? Ja, ist fatal. Würde ich erstmal sagen, 25, nein. 25 stimmt, oder was? Nee, ist too much. Too much? Ja, ja.
Wir machen heute 26. Ich bin Beziehungsmensch. Ich bin 26. Oh ja. Hör mal auf, ich bin nackig, Junge, Mann. Nee. Wie geht's denn raus heute? Nee. Digga. Guck mal, du bist geisteskrank geil, ne? Mashallah, Bro. Longa. Was geht? Bist du ready? Ja, hast du dich erholt? Ja, Digga, du bist der Bierkapitän. Ich weiß nicht, was du gestern noch getrieben hast. Was? War schlimm? Ja, du bist nicht reingekommen. So, wenn man uns jetzt noch was zu essen gönnt, sitzen wir mit Max, Bobby, CC, Chef. Hallo. Hat das Essen geschmeckt? War gut? Was hast du dir gegönnt, Bro? Hier hinten Kartoffeln, Kuchen für die Games. Ja, sehr gut, Bro. Mach uns da gleich warm, natürlich. Wir sind jetzt noch Kabine, alles leer draußen, wichsen. Außer Chef Strobel, die Nummer 6, weil er so viel Sex hat. Und Kubusch ist noch hier. Keeper des Turniers, oder? Ja, ich hoffe doch. Ich will alles halten. Ja, noch ein Vita-Wait. Es geht bald los. Ich spiele erst Spiel gegen Broski. Der erste Spiel ist jetzt zu Ende. Jellos Team ist komplett okay, Digga. Die haben gerade 6-1 oder 7-1. Wie viel war es? 6-1. 6-1? Ja, das ist geisteskrank, ne? Das ist komplett okay. Jetzt noch ein Spiel, dann sind wir dran. Hier ist geisteskrank hier in der Arena, ich schwör auf alles. Erstes Spiel, leider verloren, Kubusch. 3-2. Das war leider nicht dicht. Die waren besser, wir waren besser. Eigentlich waren wir besser, hätten wir gewinnen müssen, ja. 100%ig. Der, ich hab sogar geknipst, der Rest Spiel mach ich 2. Ja. Aber jetzt erstmal gegen Team Sascha, die bei uns in der Kabine. Halt, lass mal raus. Halt den Kasten sauber. Lass rausgehen. Halt den Kasten sauber. Digga, er ist Gegner oder so. Er sagt, er macht mich weg. Was ist denn dein Ding? Digga, du ziehst mir gar nichts. Der, also der will boxen. Junge, willst du boxen? Ja. Willst du boxen, Sascha? Ich könnte leider nicht. Aber ich würde auch nicht. Zeig mal Schattenboxen oder irgendwas. Darf ich mal dein Auto zeigen, Sascha? Darf ich mal dein Auto zeigen, bitte? Komm, wie der Mann aussieht. Digga, mach die Scheiße da raus. Du bist kein Boxer, Junge. Ich seh professionell aus, Digga. Guck mal, hier, da machst du sein Trikot so draußen, ne? Digga. Auf Chillo. Ich seh professionell aus, du ja. Du willst einfach nur breiter aussehen. Nein, Junge. Oh, Junge, für die Chica. Nein. Alex. Digga, hier sind wir. Gerade 4-2 verloren gegen Team Eli. War schwer, oder Chef? Ja, ey. Ich hab aber auch voll getryhardet. Ich hab Tor gemacht, ne? Hast du gesehen? Die haben Ball festgehalten, ja, so hochgeworfen. Ja. Gut, als hätten wir Champions League gespielt. Das ist wegen Zeit, ne? Junge, und dann, keine Ahnung, Alter. Jetzt muss halt irgendwie Sascha gewinnen gegen Team. Ja, die müssen, ich hab mit Minimum aber, 2 Toren gewinnen. Und dann aber das ist sau schwer, Digga, weil Sascha und die, so, die haben schon aufgegeben. Bene trinkt Bier, Digga. Aber die sind eigentlich nicht schlecht. Die haben auch gegen uns 2-1 gespielt. Ja, ne? Bro, also Wunder von irgendwas Berlin, brauchen wir jetzt. Huber, was sagst du zum letzten Spiel, Bro? Ich hab einen kleinen Schwanz. Hast du einen kleinen Schwanz? Ja. Okay, gut. Und keine Eier mehr. Na gut. Max, du bist fertig oder was? Du glaubst. Max, du glaubst. Ein Digga, als ob Sascha gewinnt. Glaubst du nicht mehr dran? Max, als ob Sascha gewinnt. Keine. Digga, wir wurden. Sascha gegen wen? So. Gegen Broski. Noch nie wurde in einem illegalen Cup ein Team so erniedrigt. Ja, das war schon. Ich glaub nicht dran, ne? Ich glaub gar nicht dran. Hat sich umgezogen. Wir wurden vor allen Leuten, vor allen Augen so gefickt. Wir wurden richtig. Aber wir wurden nicht blamiert. Das doch nicht. Nein. Digga, die haben 5-mal im Strafraum hin und her gespielt, ja, ja. Angetäuscht. Da, die hat, ich kannte gar keinen aus dem Team. Ja, die ja. Hatten 6 Wildkader aus U18 Bundesliga. Er ist so sauer. Er ist so sauer. Ich bin richtig sauer. Digga, ist das geil. So. Umgezogen. Ich habe jetzt meine Schuhe. Ich gehe dann gleich auf die Achterbahn. Oh, das Geräusch, mach mal das Geräusch immer. Bisschen sandig. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich tue die jetzt hier einfach bei Schiff Strobel rein. Ich glaube, der wird sie erkennen. Die Copa Mundial in 48. Richtig runtergerockt. Der wird sich, Digga, warum packst du deine Schuhe rein? Weil die gerade auf 11 Mann. Wow, Chef wird der Fame. 20 Fotos. Chef, würdest du sagen, du bist Fame geworden? Ja, es geht. Ja, es geht. Passt, ne? Passt. Ah, passt. Titi! Sag halt so den Vlog. Ich kann's nicht mehr. Ja. Ja. Wir sind raus. Wir sind leider raus.
Aber das ist eigentlich lächerlich, weil die waren gegen Broski besser. Ich schwör, gegen Sascha waren besser. Ja. Und gegen Eli war halt, Digga, das Team ist unfair. Ja, gegen Sascha haben wir auch gewonnen so. Mhm. Wir haben gegen Broski gewinnen müssen, die sind Zweiter, Digga. Ja. Die schwören gar besser. Egal, beim nächsten Mal. Chef und ich haben gut gespielt, Digga. Ich habe ein Tor gemacht, eine Vorlage und Chef auch zwei. Zwei Tore, zwei Vorlagen. Macher. Macher. Aber jetzt haben wir nichts mehr. Schämung. Anscheinend geht's jetzt in die Schämung. Ja. Geile Performance. Geil. Aber der macht alle animiert, ne? Aber diesmal brauchen wir Willi. Ich bin der Paradieser. Ich mache Montagsklaus. Messi. Ich bin ein Messi-Fan. Scheiß Ronaldo. Wow. Was, Digga, was gewinnst du eigentlich? Was gewinnt ihr? Wir wollten auch weiterkommen. Ich guck mal, hättest du mich schon Rating geboostet, hättest du schon lange. Ich hätte das locker hochgemacht. Aber ich schimme da in dieser Sendung-Erinnerung. Du hast mich stehen lassen. Bist mir nicht gefolgt, dann habe ich die Kiste gemacht. Ja, das stimmt. Aber hab ich gut hier angenommen. Sei ehrlich, sag deine Füße. War super, aber habt ihr gewonnen? Kein Ding, gerne. Ich würde sagen, ihr habt verdient gewonnen. Letztendlich, im halben Jahr fragt keiner mehr, dann entschied uns das Ergebnis 3-2 für uns. Danke dir. Schwer. Schwer. Wir sehen uns nachher auf der Aftershow. Ja, da wird Gas gegeben, wie letzte Mal. Wie immer. Was sagst du an der Performance, sei ehrlich? Bro, das Ding ist, ich hatte ihn jetzt drin, ich habe die Halle nicht gehört. Nicht? Ich habe die Halle nicht gehört. Digga, war geisteskrank. Also jeden, den ich gefragt habe, du hast so abgerissen, Digga. Ja, aber ich hab alles auf Video, Digga. Echt? Ja, ja, du musst dir das danach nochmal anschauen irgendwo. Irgendjemand hat safe gefilmt, Digga. Ja, Bro, Digga, du hast ja auch nochmal auf den Joint schauen, Digga. Ich schwör, du hast geistig. Danke an alle, die da waren. Danke an alle hier in Berlin. Es war so geistkrank. Es war so eine krasse Erfahrung. Real Talk. Der Kalle kannte ich noch schon Anfang an vor 2 Jahren, Digga. Da war nur Elimod, Digga. Der hat ein bisschen rumgepöbelt, Digga. Ein bisschen in Among Us reingewirtet, Alter. Letzten Illegaler Cup mit mir noch gesoffen und jetzt steht er hier, das Ball ist da. Geisteskrank, Kalle. Hey, Bruder. Hast du schon mit Gas gehen? Warte, Bro. Longer, wie sieht's aus? Bist du bereit fürs Finale? Was? Bereit fürs Finale, Longer? Auf jeden Fall. Mein Rücken ist ein bisschen tot, aber ich bin in meiner Prime. Ey, würdest du sagen, du bist Keeper des Turniers? Ich? Ja. 100%. Ja, aber heute auch Aftershow-Sieger sein, ne? Das wäre wichtiger. Ja, mein Mann. Hier, wo ist mein Bester? Dritte Halbzeit. Tibi, stößt auch mit mir an? Nein. Nein zu Alkohol? Nein. Ah, Axel sagt ja. Stoß an, mein Freund. Geisteskrank. MVP. Ja, ich bin der MVP. Nicht nur auf Platz, Digga. Heute. Platz, Junge. Später ist er der MVP. Richtig guter Mann. Ja, Digga, guckt's euch an, Freunde, Alter. Alles weg, Digga. Pulli weg. Mit der 10, Junge. Ich schwör auf alles. Safe Rohr mitgenommen. Alles weg, Kuba. Mein Schwanz, meine Eier sind geplatzt. Ja, passt. Mir tut alles weh. Digga, alles weg. Alle Vita-Wert-Handtücher, Digga. Ey, dein Pulli ist auch weg, ne? Gebrochener Tag. Digga, das ist fatal. Ich schwör. Alle Vita-Wert haben die geklaut, Digga. Und wer war in dieser Kabine? Rohr, Digga. Ich schwör, Rohr hat alles eingepackt. Geisteskrank. Digga, ich bin so, so sauer. Geisteskrank. So, Freunde, wir sind zurück im Hotel. Tizian, mein Bro und ich. Wir machen uns fertig. In einer Stunde geht's dann zur Aftershow-Party. After. Und heute, weil wir verloren haben, müssen wir natürlich irgendwo siegen. Deswegen siegen wir auf der Aftershow. An der Bar. So, Outfit steht für Aftershow. Wir sind bereit. Let's go. Tizian, zeig mal fit. Mashallah, Bro. Wir gehen rein. Bist du heiß, Bro? Ich bin auch gut angetrunken. Ja, wir gehen rein, die Aftershow. Let's go. Let's go! Black shoes.
Toilette, kurze Trinkpause und dann geht's weiter. Ja, so ja, läuft es ja. Klar. Genauso. Geh gleich weiter. Come in that beach, doing circus, Digga, du bist Lullen, Digga. Wollen, sag ich. Digga, was hast du gemacht angeblich heute? Und Wollen. Was hast du gemacht heute angeblich? Digga, das kann ich doch nicht sagen. Du hast gesagt, passt über Bande, Digga. Passt über Bande, Torwart ist aus dem Tor, sag ich. Stimmt das? Nee, stimmt das? Frag ihn. Nein. Ja, siehst du? Frag Ali. Ich Ali. Sag, er läuft allein aufs Tor zu, der Torwart steht aber bereit. Ja, nee. Und ein guter Stürmer macht den. Ja, du bist kein guter Stürmer, Digga. Lass los. Hast du gegen mich getroffen? Ja, ist mir auch egal, ob ich gegen dich getroffen habe. Der Strubbel, mir schmeckt's. Gut. Digga, wir gönnen uns hier noch einen Döner. Ja, auf diese lockere. Kuba auch da. Digga, du dummer Bastard, Digga. Digga, mein Pulli ist weg. Ich dachte, rot was? Du dummer Bastard, Digga. Er klaut mein Pulli, Digga. Und weißt du, was er damit macht? Er kann bezeugen, Bruder. Weißt du, was er damit macht? Oh, er schickt irgendeinen Chaya. Er schenkt irgendeinen Chaya. Irgendein aus Publikum, er schenkt mir meinen Pulli mit der Nummer 10. Das war von dem Broski. Ja, nee, zeigst du mir gerade eine Story mit der Nummer 10 vom Pulli, oder? Ja, nee, passt wirklich. Chef, also geisteskrank, ne? Digga, sag die Wahrheit. Nein. Nee, das ist geisteskrank. Digga, das ist geisteskrank. Ich war bei Broski in der Kabine. Ja, nee. Hab da einen Pulli mitgenommen. Nee. Das war ich da. Ja. Ich war nee. Ich dabei, weil du. Ey, Digga, geistkrank, Chef, ne? Ist das krank. Mein Pulli ist weg mit der 10 und zufällig hast du die Chaya Nummer 10, oder? Ja. Ja, ja. Alle cool zu mir, den Pulli, ne? Ja, auf diese lockere halt. Abo, Sub. Stop. Jetzt sofort ein Like da lassen, Kommentar lassen. Wenn du da bist, du willst mich.